Hallo Leute und herzlich willkommen zu Borderlands 2. Wo wir dabei sind, gerade die Story zum x-ten Mal durchzuspielen, weil ich ja das zurückgesetzt habe wegen Gründe. Einige werden sich erinnern, welche Gründe es hatte. Okay, hat leider nicht mehr gezählt, das war zu schnell. Aber eigentlich müsste ich jetzt bei einer der Badass-Herausforderungen dadurch ein Stück weitergekommen sein. Ja, ich versuche das jetzt doch noch ein bisschen parallel. Ich sag mal so mit grüner Fiesling, glaube ich, heißt das. Genau, hier, grüner Fiesling. Genau, hat geklappt. 42, also fehlen noch 8. Dafür sterbe ich doch gerne ein paar Mal. Oh, Entschuldigung, da kam mir gerade sauer hoch. So. Okay, cool. Hä? Von wem oder was? Boom, Baby! Der Weg ist frei! Scheibengleister. Okay, das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Dass das jetzt passiert. Aber wir kriegen es hin. Und wie gesagt, alles für die Badass-Herausforderung. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Also da brauche ich jetzt noch 7. Da brauche ich jetzt noch 10. Ja, da, also dann ist es doch wirklich anhand der Begrifflichkeiten auch zu eruieren, wofür. Schiff wird als Ziel erfasst. Beginne mit lunarem Bombardement. Kacke! Sie haben uns im Visier! Geh endlich, Strap! So. Da war gerade. Ja. Noch 4 Stück. Noch 4 Stück sind übrig, dann habe ich es geschafft. Jetzt auf den Aufwärts!
Okay. Hat nicht funktioniert mehr. Da war ich doch kürzer angebunden, als ich dachte, von meiner Lebensdauer. Auch von der restlichen Lebensdauer. Gut. Sehr gut. Vor allem das Ganze muss ich ja nochmal mit Schock und mit Feuer machen, ne? Wenn ich mich nicht komplett täusche. Und geschafft. Oder? Ich glaube, das war jetzt wieder einer zu viel. Sehen wir nochmal ins Battle-Herausforderungsfenster und sehen dann bestimmt gleich, du hast es geschafft. Ich hoffe es einfach mal. So. Ne, einer fehlt noch. Oh, Moment. Ah, das war's nicht. Das war's nicht. Ich habe einen Mann zu viel geschossen. Ich hätte warten müssen. Okay. Wir sind ja eigentlich immer so schlau. Ne? Gottes Willen. Komm, komm, komm. Ja! Finally! So, das Ganze machen wir ja nochmal mit Schock. Auch ganz easy, denke ich mal. Wie viel brauche ich denn mindestens? Einfach nur, ja, mehr als die, ne? Genau. Hier dasselbe Prinzip. Oh, ich habe die falsche sogar ausgetauscht. Ist mir aber gerade mal Ralle. Ah, ja, okay. Ich war zu zögerlich und ich habe ja, wie gesagt, die falsche Waffe auch ausgerüstet gehabt. Das heißt, ich muss jetzt sowieso kurz mal umrüsten. Leute, das ist jetzt ärgerlich, weil ich jetzt gerade noch so versuche, mehr oder minder auf Zwang die Battles heraus von zu schaffen. So. Hyperion hofft, dass sie aus ihrem Tod gelernt haben. Ja, aber die noch einige Male wieder von Lektion. Ja, komm. Thank you.
Eieiei. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie ich dachte. Ich muss auch erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ist die nächste Sache. Deswegen. Komm. So. Ja, ich bin wieder da schockiert. Da google ich doch nochmal nach. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, ich habe einen super Guide gefunden. Damit ich euch nicht wieder irgendwas hier vorrede. Easy Guide heißt die Seite. In dem Fall ist das zwar die Xbox-Spalte, aber es ist ja bei den Errungenschaften relativ gleichbleibend. Und hier bei Death, Wind and Fire, grüner Fiesling, und ich bin wieder da, schockiert, sind das ja in dem Fall alles im Endeffekt dieselben Beschreibungen. Bloß eins ändert sich. Bei Death, Wind and Fire ist es in dem Fall Töte von Gegner mit über die Zeit verursachten Brandschaden. Ne, hier haben wir es. Oh oh. Was ist jetzt los? Hallo? So. Also Brandschaden. Dann bei grüner Fiesling Korrosionsschaden. Und bei, ich bin mir da schockiert, Elektroschaden. Also habe ich das schon richtig eingeschätzt. Und das macht jetzt die Katastrophe natürlich. Weil ich bin mir da Elektroschaden. Sind wir noch ganz am Anfang. Wenn wir das jetzt mit Death, Wind and Fire vergleichen, sind das dieselben Werte. Das heißt, ich muss ihn mindestens auch da 50 Mal mit Elektroschaden Gegner wegräumen. Und dadurch mich wieder zurückholen, so gesehen. Jetzt natürlich die Frage, welche Lebensform ist am meisten damit anfällig? Ne? Ja, 2 von 5. Also da sehe ich mich nicht. Wo ich mich hingegen schon eher sehe, aktuell zumindest, ist die Tatsache mit dem Feuer, also dem Brandschaden. Mit auch der dementsprechenden Waffe. Man immer dieses mit der Tastatur scrollen, weil man ja einfach ab und zu das Problem hat, dass die Scrollradfunktion aufgibt. Ja, wobei, wenn wir den Schaden natürlich erhöhen, könnte es schon mal wieder funktionieren. Ich weiß nicht. Wir werden es ja gleich nochmal sehen. Gucken wir jetzt erstmal, ob ich das hier schaffe. Ansonsten mache ich sowieso erstmal mehr oder minder eine kleine Unterbrechung, Pause oder was auch immer. Weil dann will ich doch erstmal die Battles-Herausforderungen noch abschließen, wenn die doch nicht so schwer sind, wie ich annahm. Das war, glaube ich, einer zu viel. Ich kann auch nachgucken einfach. Ja. Da war mein Schaden mehr als der Schockschaden. Aber ich muss ja wirklich dann aufhören. Genau. Dann aufhören, wenn er quasi nur noch so ist. Aber ich merke gerade, der verbleibende Schockschaden ist nicht stark genug, um es auszuklappustern. Okay. Somit fällt der wirklich weg, der Schockschaden. Das heißt, mir verbleibt zu guter Letzt doch nur noch der Brandschaden, den ich jetzt hier ausüben kann. Das heißt, ich mache Death, Wind and Fire zuerst. Anhand der Tatsache, dass ich ja sonst keine andere Möglichkeit habe. Jetzt ist die Frage, wo ist... Das ist meine einzige Option, okay. Ja.
Den kann ich vergessen da vorne. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Okay, den muss ich gerade mal so besiegen. Und ich komme nicht mal bis zum nächsten Checkpoint. Ich krieg doch das Kotzen jetzt hoch 10, ey. Ich will nur diesen einen Checkpoint da vorne. Mehr will ich nicht. Nein, ich lande ständig wieder hier. Das ist doch so zum... Sowas von zu kotzen. Sorry, aber ist halt so. Oh, come on! Schon wieder kurz vorm Checkpoint so. Ach ja, im Übrigen, du darfst jetzt erstmal dich auf den Boden legen. Du darfst nicht zum Checkpoint. Du sollst wieder nochmal laufen. Und deswegen, Leute, fuckt mich das Spiel genauso sehr ab, wie ich es auch feiere, das Spiel. Es ist halt sowas von zum Kotzen. Ich kann machen, was ich will. Es wird nicht besser dadurch. Es ist auch so furchtbar, dass ich einfach... theoretisch gesehen für alles Munition habe. Aber durch dieses ganze Zurücksetzen immer wieder vergesse. Ach ja, ich habe ja die Munition noch, weil voll. Das Einzige, was ich nicht fühlt, ist der Raketenwerfer. Quatsch, hier vorne ist gar kein Checkpoint. Stimmt ja. Ich gehe weiter, Leute. Dann mache ich das mit dem, ja, Brand und sonst was. Einfach bei... Wobei. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen noch nicht zum Krieger. Heroes Pass, soweit ich weiß, können wir hinreißen. Aber wir gehen noch nicht zum Krieger. Ich will das jetzt mit diesen verdammten Aufgaben hinter mir haben. Und somit habe ich auch eine Idee, wie ich das mache. Sorry Leute, dass ich jetzt quasi mich so abgequält habe für nichts und wieder nichts. Aber wir haben es jetzt ja geschafft. Wir müssen keine Türen mehr öffnen müssen. Das Einzige, was wir müssen, ist halt nochmal da hier uns durchqueren durch den ganzen Weg zurück. Aber
Ich kann jetzt eins auf jeden Fall bestätigen, dass ich das noch mache. Ist jetzt nicht passiert, ne? Ist jetzt nicht. Jetzt bin ich tatsächlich. Boah, Gott. Kurz angestorben, weil die Schüsse zu langsam hintereinander waren. Das darf doch nicht wahr sein. Die Schussfrequenz war zu niedrig. Ich finde nicht das Ziel und kann dadurch auch nicht zielen. Okay, aber ich glaube, der Raketenwerfer ist auch ein bisschen zu viel dafür. Weil ich muss das ja genauso wie bei den anderen Sachen handhaben. Es muss genügend Schaden machen, damit ich Schaden mache. Aber es darf nicht so viel Schaden machen, dass die Gegner schon vorher umkippen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel direkt draufballer... Oh, gut's eigentlich. Damit geht's nicht so gut. Na, da kann man uns ganz schlecht einschätzen. Hallihallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob die es wussten, aber... Na gut. Okay, dann gehen wir mal weiter zurück. Und ich hole mir was anderes. Ja, Leute, das ist halt widersprüchlich zu dem eigentlichen Plan, ich weiß. Aber... Aber ist okay. Im Übrigen wollte ich euch zeigen, wie man da nicht weiterkommt. Ne? Also das ist halt genau so gewollt. Scheinbesser. Passiert halt mal. Korrosion. Und Munition. Gut, Leute. Wie gesagt, Heroes Pass kann man ja hinreißen, wie ihr seht. Ich gehe aber nochmal zum Tundra Express. Da. So, und zwar, um da nochmal, Leute, einmal ganz kurz was zu versuchen. Ich bezweifle, dass es hinhaut. Optional muss ich nämlich sehr wahrscheinlich dazu übergehen und sagen, okay,
Ich suche mir schnell noch eine Waffe, die Feuerschaden macht und eine, die Schockschaden macht über Zeit. Und dann gucke ich mal, wie sich damit verhält. Aber jetzt in erster Linie muss ich mich quasi mit abfackeln lassen. Was mir gar nichts bringt. Okay. Gut, das hat schon mal nichts gebracht, würde ich sagen. Ich kann auch kurz gucken. Da wird bestimmt bei Death, Wind and Fire nichts dabei sein. Hier, 20 von 30. Ich gucke. So. Hallo. Hallo, Menü. Hier, 20 von 30. Nein, was ich versuchen kann, ist, das wird aber auch nicht hinhauen. Ich lieg hier. Hä? Moment, ich habe die Gegner getroffen. Ja gut, ich lag wahrscheinlich schon zu oft. Ist mal wieder der Klassiker natürlich, ne? Na gut. Haben wir noch einen dritten Automat hier? Nein, ne? Gut. Dann geht's zurück nach Sanctuary. Ich könnte jetzt nämlich optional wirklich eine Feuerwaffe, also Flammenfeuerwaffe und optional eine, sagen wir schnell hier, gebrauchen können. So. Hallo? So, ich brauche den leeren Slot. Die hier macht Schock. Und das auch ordentlich. Kommt mit. Und jetzt brauche ich noch eine, die Feuer macht. Die auf jeden Fall kommt mit. Die hier macht auch Feuer. So. Und wie gesagt, ich mache ja erstmal die Flammensache. Und dann den Schock. Schon irgendwie komisch, muss ich sagen, Leute. Okay, der Part ist doch wieder ein bisschen länger als gedacht. So, und je nachdem, was ich jetzt für einen Schaden am Ende jetzt mache, ob Feuer oder Blitz, einen von beiden kriege ich sowieso rein. Okay, dann wollen wir uns mal die Zahlen ganz kurz einprägen. 20, 2. Okay, Leute. Gut, dann kann ich den auf jeden Fall vergessen.
22. Ah, das war kein Feuerschaden, ne? Nee, war nicht. Und auch kein Elektroschaden. Und deswegen kriege ich die Krise gerade, Leute. So. So, dann holen wir uns mal den Checkpoint hier vorne. Hat wieder nicht gezählt, weil ich den Schuss noch löste, ne? Ja! Ah! Krieg die Krise, Leute. Und das hat nicht gezählt, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Ich krieg eine mega mordmäßige Krise, Leute. Bei den einen explodiert zu viel drumherum, bei den anderen treffe ich nicht. Okay. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr zu machen. Das hat sich ausgetestet. Das Positive ist, ich kriege Iridium, Leute. Oh, Leute, wisst ihr, was mir noch einfällt? Ich habe doch jetzt genügend Rainbow-Weapons, ne, und so ein Kram. Ich hätte ja noch was ausprobieren können. Okay, nächster Part kommt noch mal was ich testen werde. Aber jetzt ist erstmal Feierabendende. Wir sehen und hören uns somit beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.